Wir schauen mal rein und gucken, was wir damit rausholen können. Ich habe übrigens nicht geschaut, wo wir gestartet. Es geht doch! Es geht doch! Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Daddy Skins Video. Heute gehen wir in die Bonanza-Kisten. Ich wurde wieder aufgeladen, da oben rechts oder links für euch, also oben rechts. Ich bin ja gespiegelt hier. Aber natürlich kommt hier zuallererst die Belehrung. Gambling ist ab 18. Macht das bitte nur, wenn ihr über euch und vor allem euer Geld die volle Kontrolle habt, wenn ihr Wegwerfgeld habt zum Spielen, denn genau mit solchem Geld betreibt man Glücksspiel. Nur wenn man es wirklich auch wegwerfen könnte, wenn man es nicht mehr braucht. Ein 10er, ein 20er, wie auch immer, aufladen, spielen, Gewinne mitnehmen, nicht vergessen, Gewinne mitzunehmen, meine Damen und Herren. Und ja, und dann wieder aufhören. Auch ganz wichtig. Das Geld, wenn es weg ist, ist es weg, dann nicht noch mehr aufladen. Dankeschön. Wer gamblen möchte, kann das natürlich dann gerne mit meinem Link machen und meinem Code Bubbler, aber dann bitte eben nur mit den vorherigen Bedingungen. Vielen, vielen Dank. Und die Hotline, falls ihr Probleme habt, beziehungsweise die Homepage, ist in der Videobeschreibung verlinkt. Also wenn du bei dir Probleme feststellst, bitte wende dich dort an die Seite und vielmehr dann danach dann an die Hotline, dass man mit jemandem reden kann über seine Spielsucht. Und falls ihr jemanden in der Familie habt oder im Freundeskreis, der Spielsucht verfallen ist, dann guck mal, dass er den vielleicht auch dazu bringt, da mal vorbeizuschauen. So, legen wir los! Ich habe letztes Mal schon damit gedroht, dass ich diese Bonanza-Geschichten ausprobieren möchte. Für alle, die es nicht wissen, es ist halt einfach so ein Jackpot und wenn die ID von deinem Opening stimmt, dann kannst du hier eben den Jackpot gewinnen oder einen von diesen Jackpots. Die ID muss 77777 sein. Ich kann euch mal kurz zeigen, was mit dieser ID gemeint ist. Ich gehe jetzt hier mal eben in die winzigste von diesen Bonanza-Kisten, bei der man dennoch die Chance hat. Ich mache jetzt hier nur eine auf, dass ich euch die ID gescheit zeigen kann. Und dann seht ihr. Naja, da habe ich mal wieder richtig Glück gehabt. Wow, weh. Dann seht ihr hier den Roll, die Roll-ID über meiner Maus. Und da muss 77777 stehen. Dann habt ihr eben die Chance oder dann habt ihr das Ding gewonnen. Also ja, darauf möchte ich heute gehen. Mir ist natürlich klar, dass die Wahrscheinlichkeit, da sowas zu gewinnen, sehr, sehr klein ist. Aber warum nicht? Let's go. Und dabei kann ich uns direkt ein paar Sachen mit snacken. Ich werde mal hier zweimal fünf Teile rollen in dieser. Ah, ach Mensch, die Blaze, die hätte man noch gerne mitgenommen. Mensch, naja. Und alles, was jetzt daneben geht, sag ich mal, ist ja nicht so tragisch, denn das können wir später auch noch im Trade up bzw. Upgrade benutzen. Oh, da haben wir aber richtig ins Klo gegriffen, also absolut tief. Ich nehme die nächst teurere. Denn wenn ihr euch an die letzte Upgrade-Geschichte erinnert, da haben wir dann richtig gut noch was rausziehen können aus den Upgrades. Also es ist eine geile Geschichte. Absoluter Trash, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, denkt dran, wir zahlen jetzt hier $13 ein und ziehen. Mal gucken. Und ziehen. Oh, oh, Huntsman, komm doch zurück. Mensch. 5. Komm, einmal noch. Ein einziges Mal mache ich noch. Moonlight Gem eher nicht. Eher nicht. Ja, ja, nee, das ist huiuiuiui. Dick auf die Hose, auf den Ass gefallen. Wir gehen einfach direkt in die nächste. Übrigens, Daddy Skins, ich würde mir wünschen, dass wenn ich hier irgendwas aufmache und dann zurückgehe, dass ich dann wieder da bin. Hier, und dass ich nicht hinscrollen muss. Ich glaube, das gibt es auf keiner anderen Seite. Das wäre echt mal eine nette Sache. Also zumindest für mich, für die Videos, das wäre irgendwie chilliger. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wenn ihr hier eine seht und sagt, ich mache die jetzt auf und danach die und dann öffnet ihr die und dann geht ihr zurück und seid wieder da oben an der Seite, es ist, ja, man könnte ein paar Sekunden sparen. Naja, gut. Die Loverstone, die hatten wir schon ein paar Mal geöffnet. Ich werde da auch wieder 5-mal reingehen. Weil gerade jetzt, wo wir halt nicht diese absolut super dicken Sachen aufmachen, kann ich eben auch öfter dann mal hier reinjallern. Und kann ich bitte Glück haben? Hallo? Nein, nein, kannst du nicht, heute nicht. 50 Cent habe ich herausgeholt. Also, komm, komm. Ich brauche ja keinen Hauptgewinn oder sowas, aber einfach irgendwas. Ah, ja, oh. Naja, okay, also die Discotheek und die Entombed sind immerhin ein bisschen was wert. Einmal werde ich noch 3 aufmachen und dann gehen wir wieder weiter. Also das ist gerade ein kleines Trauerspiel hier. Ich... Ja gut, okay. Wie viel haben wir reingejallert? Nee, 15 Euro. Nix da. Gottes Willen, raus. So, jetzt haben wir noch die Desert Stone. Da mache ich jetzt einmal 5 und danach direkt dann nur noch 3 auf. Und dann kommen eh die teureren Cases, glaube ich. Da kann ich dann nicht jedes Mal mit einem 5er reingehen. Eine Blueprint, immerhin keiner Filler-Skinner, also. Aber, ja, übrigens, ich schaue nicht nach den IDs, die wir rollen. Ich nehme an, wir würden alarmiert werden, wenn denn dann was Großes dabei wäre. Man sieht sie hier aber trotzdem, ne? Also nah dran, hier haben wir eine 7 mit drin, da haben wir 2 7er drin. Ist jetzt,
Jetzt sind wir schon bei sage und schreibe $14 angelangt. Ich mache davon jetzt dann 2 auf. Und die Gewinne, gut, variieren hier natürlich trotzdem extrem. Wir schauen mal rein und gucken, was wir damit rausholen können. Ich habe übrigens nicht geschaut, wo wir gestartet. Es geht doch! Es geht doch! Oh, Kuss! Geil, okay. Okay. Das ist also beides sehr, sehr schön. Sehr, sehr schöne Teile, vor allem das Teil hier. Da haben wir mal wieder ein bisschen Plus gemacht. Wir sind mit 98, komm, sagen wir $100 raus und sind mit 28 rein. Also das ist auf jeden Fall, da kann man einen Daumen nach oben geben. Hast du dir verdient, Snake Stone Case. Und da werde ich direkt noch einmal mit 2 reingehen. Auch der Start sieht ja sehr verlockend aus. Ne? Du siehst hier überall diese... Ah, okay, gut, ich habe nichts gesagt. Als nächstes kommt die Wonder Gem dran. $37. Hier werde ich Einzelöffnungen machen. Man kann nach wie vor sehr tief fallen. Ja, wir gucken mal, was so geht. Da gehe ich einmal rein. Uns geht es hier eigentlich... Also von der Logik her sollte man ja die günstigsten die ganze Zeit aufmachen, weil es einmal eh nur darum geht, auf die 77777 zu kommen. Aber... Ja, bei den größeren, man kann zwar nicht so viele aufmachen, klar, aber man hat halt dann vielleicht auch mit größeren Gewinnen, die mal nebenbei reinkommen, zu rechnen. Also es ist eigentlich eine haarige Sache, aber ich denke, es gibt keinen von euch, der wirklich auf diese Bonanza geht. Das ist ja grundsätzlich sowas, das kennt man ja auch, Death by Kitty, ne? Also, das kennt man ja auch bei den Spielautomaten. Du hast nebenbei so große Pools an Gewinn und die sind dann das Extra. Die nimmt man dann mit, wenn es halt zufällig trifft und wenn nicht, dann nicht. Ja, also mit der Death by Kitty haben wir hier die 20er gehittet. Das ist ja schon mal ganz nice. Wobei 20% jetzt auch, müsste das nicht anders sortiert sein? Ich dachte immer, die großen Prozente sind unten und dann wird es immer dünner. Die ist falsch einsortiert. Aber auch ein sehr geiler Gewinn, auf jeden Fall. Das Teil nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Wir sehen hier oben ja, wie viel ich im Stash liegen habe. Ich meine, wir waren bei 1400 ungefähr. 1450 sagen wir einfach, oder? Machen wir das so. Das heißt, wir haben jetzt schon 200 eingefahren. Das ist eigentlich gut. 437 stehen wir gerade noch. Und wir gehen noch einmal in die Wandergem rein. Ach ja, und Daumen nach oben hat sie eigentlich verdient, je nachdem was... Leute, ich kann mich null beschweren. Also, da kann man sich eigentlich weniger beschweren. Ey, jetzt fahren wir aber ein, meine Damen und Herren. Oh, Daumen nach oben. Die hat erst 13 Daumen. Wie kann das sein? Zweimal gedreht, zweimal Plus gemacht. Verleitet ja fast zu einem dritten Mal. Aber dann kann ich die großen irgendwann nicht mehr aufmachen. Außer ich verkaufe halt direkt. Aber das würde ich eigentlich ungern machen wollen. Dass ich was aus dem Stash verkaufe, um nochmal eine Kiste aufzumachen. Das ist doch irgendwie wahnsinnig. Wenn, dann tausche ich was, dass ich für euch coole Sachen rausholen kann. Ach komm, einmal noch. Wenn die nochmal gönnt, dann werde ich sie euch offiziell empfehlen. Aber nur unter den vorhin genannten, Empfehlung geht raus, meine Damen und Herren. Alter, dreimal plus. Da muss man ja fast auf den vierten. Nee, Quatsch, wir hören das auf. Ganz viele in solchen Momenten sagen sie, ja, man darf die Glückssträhne nicht hier unterbrechen. Rein da. Aber dann wird sie unterbrochen. Indem man reingeht und verliert. So, die Wonder Gem ist wirklich, also da habe ich jetzt 100% nur Schnuckelei rausgezogen. Immer plus, zwar ab und an nicht riesig ist, weil wir immerhin ja auch mit fast $40 drin sind oder reingehen, aber die war schön. Die war sehr, sehr nice. Dann haben wir hier noch den royalen Gem. Da werden wir auch reinjallern. Big Oof, der Drop hier wieder. Wobei eine Bullet Queen schon ganz... Oh, da ist eine Ocean Drive, meine Damen und Herren. Die nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne fürs Giveaway wieder rein. Vor kurzem haben wir ja eine im Stream verschenkt und ihr wart außer Rand und Band. Och nö, einen Dynamo haben wir, einen gemeinen Dynamo, schade. Geh ich direkt nochmal. Ach, guck mal, sogar, das ist eigentlich ein Zeichen. Ich wollte gerade sagen, das ist ein dritter, aber nein. Das ist so ein typisches Zeichen. Achtung, ist jetzt Quark, was ich sage. Das ist so ein typisches Zeichen, was man hier sieht. Das gibt auf jeden Fall die Ocean Drive. Achtung, und los geht's. Ocean Drive, gib mir die Ocean. Das Zeichen hat zugeschlagen, Leco Mio. Oh, ist zwar in Velvern, aber Star Trek, Leute. Und ich habe ein bisschen gespuckt, kann ja passieren. Das ist wirklich, Soxy mit dem. Soxy. Also ganz kurz. Ich weiß, ich vergesse das in meinem Eifer des Gefechts. Ich habe Minus gemacht. Aber, gar nicht so viel. Ich muss hier auch nochmal betonen, ich weiß, im letzten Video war da auch eine Stelle oder im vorletzten. Der freut sich ja, obwohl er Minus macht. Denk bitte dann, dass ich mache kein Minus. Also ich meine, ich habe das Geld von Daddy Skins, ne? Ich nehme nichts und krieg was raus für 40 oder für 20 oder für $1. Also alles, was ich jetzt ziehe, ist Plus. Grundsätzlich. Also für uns, für mich. Für euch nicht. Ihr dürft so auch nicht denken. Ihr müsst euer Geld sinnvoll einsetzen. Vollkommen logisch. Nur für mich ist halt jeder Gewinn, den ich für euch für die Giveaways rausholen kann, und das ist ja alles,
außer die ganz kleinen Kacksachen, ist für mich halt einfach tatsächlich ein Plusinchen. So, wir waren eben bei der hier. Jetzt gehen wir noch in die Golden, den Goldenen Cork. Und dann haben wir für heute auch erstmal alles, so gut wie alles verbraucht. Oh mein Gott, Leute, was ist hier los? Ey. Das ist ja krass. Wir machen ja Plus ohne Ende. Oder? Heute sind wir dick im Plus. Heute sind wir... Ja. Und jetzt gehe ich nochmal in meine neue Lieblingskiste, in die gute alte Wanda Gem. Und, Achtung, ich schließe die Augen, aber es wird sowieso ein Riesen-Plus. Ja. Wahrscheinlich 4 Knives. Das ist unglaublich. Also, natürlich habe ich jetzt hier auch kein riesiges Plus gemacht. Aber hey, ein Hovelpin, ein Howlpin, Leute. Man nennt mich ab heute Paul. Den hole ich euch auf jeden Fall raus. Vielleicht nicht direkt heute, aber den hole ich raus. Ich glaube, da freuen sich viele drüber. Über einen Howlpin. Richtig, richtig sexy mit Dude. Geil. Das ist so nice, was wir da heute gezogen haben. Sweet. Schudle. Und jetzt gehen wir dann nochmal in die Upgrades, denn wir haben schon noch ein bisschen Schotter auch mitgenommen, den wir nicht brauchen. Warte, ist die mit den Zombies drauf? Die finde ich actually pretty amazing. Die nehmen wir erstmal noch mit. Falls wir noch was anderes brauchen, können wir die noch verwenden zum Rausballern. Ich suche ein bisschen was aus. Schudle, ich habe ein bisschen was ausgesucht und möchte die Code Red. Wir sind wieder unter unseren üblichen 20% und gehen rein. Ich sollte hiermit auch genug, genug haben, um noch ein paar Mal zu probieren. Der nächste Versuch, let's go, 17,49%. Ich schließe wieder die Augen. Ich will die. Weißt du, Kreddel guckt zu, ich will die auch. Weil Kreddel wollte die letztens im Giveaway, haben wir die schon rausgehauen eigentlich, die letzte, die wir hatten? Ich glaube schon. Kreddel wollte die gewinnen, aber hat sie nicht gewonnen. Alleine für Kreddel müssen wir logischerweise noch eine reinholen, das ist klar. Ja, das reicht. 14%, damit werden wir natürlich gewinnen, denn wir sind ja die Glücksritter. Es geht doch. Ich muss einfach noch unter 15%, Leute. Unter 15% ist es. Das ist der Trick. Geil, Mann. Richtig geil. Guck's dir an. Also, heute haben wir gut eingefahren. Beziehungsweise, wir haben jetzt 1950, wir sind bei 1450 gestartet, nach meinem Wissen. Also haben wir sogar $50 minus gemacht. Weil wir 550 hatten. Aber das kann man ja, das kann ich auf jeden Fall verschmerzen. So, meine Damen und Herren, und schon gehen wir auch wieder über zur Auszahlung. Und heute können wir wieder richtige Banger rausholen. Eine Desert Eagle Code Red. Die ist zwar in WW, aber die wird da nur ein bisschen dunkler. Sneeze hat eben nachgeschaut. Eine Stat-Track Desert Eagle Ocean Drive. Ich meine, dass die auch einfach nur ein bisschen dunkler und etwas vermagter wird. Ich hätte gerne Death by Kitty mitgenommen, aber die sind halt, das müssen wir dann nächstes Mal machen. Dann dafür aber die AK-47 in Neon Ref. Sehr geiles Ding. Eine 5-7 Hyper Beast in Minimal. Und zweimal die USPS Cortex. Wir sind somit bei $99.47. Da können wir wieder richtig schön rausholen. Das gibt alles für euch in den Stream Giveaways. Ganz wichtig, die Sachen könnt ihr alle gewinnen im Stream. Also einfach rankommen. Ich streame dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Let's go. Jetzt gehe ich auf Send to Steam, nachdem ich alles ausgewählt habe. Jetzt muss ich hier noch den passenden Preis auswählen. Ich habe hier wieder die passende Wahl getroffen. Muss hier noch 15 Cent draufzahlen. Überhaupt kein Problem. Yes. Und werde dann jetzt die Trades erhalten. So. Und da haben wir schon alles. Guckt's euch an. Die Code Red, die ganzen anderen Geschichten. Alle da, alle vorhanden. Die beiden kamen übrigens von einem einzigen Trader. Das hatte ich auch noch nicht, dass es von einem Account kam, also dass es nur ein Trade rumkam. Aber scheint es auch zu geben. Und ihr werdet es nicht glauben, eine von denen gibt es heute auch im Giveaway. Das machen wir wie folgt. Wir lösen zuallererst das letzte Giveaway auf. Es gab eine USPS Blueprint für euch, wenn ihr euch noch erinnern könnt, im letzten Video. Um dort mitzumachen, musste man etwas über die Blueprint schreiben, also seinen Kommentar hinzufügen. Sodele. Und der Gewinner muss, wie gesagt, irgendwas über die Blueprint geschrieben haben hier oben. Wir gucken mal. Ja, die Blueprint ist ganz nett und freue mich schon auf das nächste Diskins Video. Vielen Dank, Katan, das freut mich. Katan, du bist somit der nächste oder der aktuelle Gewinner. Du gewinnst diese USPS Blueprint. Schreib bitte unter dieses Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und schreib bitte in deine Kanalbeschreibung, also hier
in deine Kanalinfo deinen Trade-Link. Vielen Dank, Kurs geht raus. Und im aktuellen Giveaway haben wir einmal diese USPS Cortex für euch. Lecker Teilchen, die mit diesen drei Gnastickern und man nimmt wie folgt teil. Du schreibst einfach hier in die Kommentare, ob du bereits selbst gegambelt hast. Und wenn ja, wie es für dich war. Auch egal auf welcher Seite, die müsst ihr auch gar nicht nennen, außer es war Daddy Skins, ist doch klar. Und dann könnt ihr einfach sagen, ja, war gut oder schlecht oder wie auch immer. Wieso eure Gambling-Experience bis dahin war, auch gerne aus dem echten Leben, falls ihr gerne ins Casino geht und so weiter und so fort. Sofern oder sobald ihr das dem Kommentar hinzufügt, seid ihr automatisch beim Giveaway mit dabei. Sodel, meine Damen und Herren, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, vielen Dank fürs Zusehen. Danke natürlich auch für die Daumen nach oben und für die Kommentare. Ihr wisst, ich kommentiere oder beantworte jeden Kommentar so ran. Haut da rein, wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Dort gibt es auch die ganzen Gewinne. Wir sehen uns. Lasst es krachen. Later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehen wir deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.